Servus Leute, ich bin der Andi und wir lassen heute Späne fliegen, denn wir müssen unser Werkzeug bearbeiten. Die Frage nach dem Warum ist leicht zu beantworten. Das Problem ist dieser Planfräser. Der Fräser setzt schon am äußeren Ring vom Gehäuse auf, bevor das Schaltsignal durchkommt. Das ist eine ganz knappe Nummer, deswegen nehmen wir da ein paar Millimeter runter. Nach dem Fräsjob kann man sehen, dass ich jetzt etwas Luft habe und genauso wollte ich es haben. Bei den Spannplatzen ist es ähnlich. Die Breite der Nut beträgt 6,5 mm, ideal für M6 Schrauben. Ich habe aber einen M8 Raster Vakuumtisch, deswegen wird das Ganze auf 8,5 mm erweitern. Starten wir mit dem Werkzeuglängensensor. Eingespannt ist er ja schon und die zu bearbeitende Fläche ist ja sehr klein, der Fräser sehr groß. Deswegen habe ich XYZ einfach mit dem Auge angetastet. Damit das Video nicht zu langweilig wird, spiele ich immer wieder mit der Wiedergabegeschwindigkeit. Ihr könnt die aktuelle Geschwindigkeit unten links sehen. Also ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden und deswegen machen wir gleich weiter mit den Spannplatzen. Um X und Y genauer definieren zu können, habe ich einen Gravierstichel eingespannt. Mit der Spitze von diesem Werkzeug konnte ich so X und Y viel genauer definieren als mit so einem 6 mm Werkzeug. Die montierten Platzen auf dem Schraubstock dienen als Anschlag. So muss ich X, Y, Z nicht jedes Mal neu definieren. Ja, und nun kann's losgehen. Platze 1 von 4. Die vier Platzen sind gefräst und bekommen nun eine hübsche Phase. Z0 bestimme ich, wie man hier schön sehen kann, mit der Papiermethode. Also ich muss sagen, ich bin von dem Ergebnis echt begeistert. Das mit dem Fräsen hat super geklappt und auch mit der Phase. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit Fusion. Starten wir mit dem Werkzeuglängensensor. Man kann hier schon diese sehr aufwendige Konstruktion sehen, die wir uns mal anschauen. Im Prinzip dachte ich mir, warum soll ich den ganzen Sensor nachbauen? Das ist Quatsch, das hätte unnötig Zeit gekostet. Deswegen eigentlich nur diese vier Ringe aufgezeichnet. Und das wollte ich auch in diesem Video mal zeigen, wie schnell und einfach es eigentlich gehen kann. Also man muss jetzt nicht immer eine Wissenschaft draus machen. Als allererstes habe ich diese Edelstahlplatte vermessen. Hier kann man sehen, 29,05. Dann diesen Luftraum dazwischen und hier, also zwischen diesem Ring und diesem Ring, ist diese Fläche, die wir abgefräst haben.
Und davon habe ich einfach eine Mittellinie gezogen. Und das war es tatsächlich schon. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Deswegen gehen wir jetzt in die Fertigung. Habe ich ein Setup erstellt und gesagt, mein XYZ ist genau hier in der Mitte. Dann hier so eine 2D-Kontur. Ich sag mal, das kennen die meisten wahrscheinlich. Jetzt kann man sehen, ein 6 mm Einschneider. Und jetzt zeige ich euch gerade mal, wie ich zu diesen ganzen Werten gekommen bin. Also ich habe mir so eine Datenbank angelegt. Das kann man hier sehen. Einschneider Schaft. Und ich benenne sie mal so ein bisschen. Einschneider Stirn ohne Freischliff. 6 mm. Den habe ich benutzt von Datron. Und ja, das kann man ja alles von der Homepage entnehmen von Datron. Da habe ich nichts gemacht. Nichts gemacht. Schnittdaten. Das ist interessant. Wie bin ich zu diesen Werten gekommen? Da habe ich hier eine Excel. Die meisten kennen es ja schon. Wir sagen Material. Aluminium Knetlegierung. Der Fräserdurchmesser beträgt 6 mm. Ich habe eine Schneide. Deswegen hier die 1. Und diesen Zahnvorschub muss man aus der Tabelle ablesen. Bei mir ist es jetzt 0,05. Und jetzt sagt, also natürlich muss ich auch hier angeben, was mein Fräser maximal kann. Bei mir sind es 18.000. Und jetzt kann man sehen, also Eingabe, Ausgabe, sagt er 18.000, also volle Drehzahl, seitlicher Vorschub 900, Helix 300 und vertikal, also wenn man direkt eintaucht, 900. Und das habe ich einfach 1:1 übernommen. 18.000, 900, 300. Und ich habe diesen Helix-Vorschub auch für den Eintauchvorschub genommen. Weil ich auch gewusst habe, dass ich außerhalb vom Rohteil eintauche. Und das war ja Quatsch. Warum soll er da außerhalb vom Rohteil langsam fahren? Genau, Tiefenzustellung und Querzustellung. Habe ich so übernommen, das akzeptieren wir. Genau diesen Fräser habe ich ausgewählt. Und hier kann man auch die ganzen Schnittdaten sehen. Der Geometrie habe ich den Ring angeklickt, der zwischen der zu bearbeitenden Fläche ist. Also genau die Mitte. Würde jetzt der Fräser genau auf der Linie fahren, wüsste ich, dass er genau auf der Mitte ist. Übrigens, das sind hier so ungefähr 3, irgendwas Millimeter. Also ist mein 6 mm Fräser wirklich völlig ausreichend für die Fläche, dass ich es auch wirklich erwische. So, wenn ich jetzt aber sage Geometrie, diesen Ring, kann man jetzt hier so einen Pfeil sehen, würde er außerhalb vom Ring fahren. Das will ich nicht. Deswegen sage ich, genau, ausgewählte Kontur, minus 1,5 mm. Das heißt, der nimmt mir 1,5 mm ab. Das funktioniert auch, wenn man hier sehen kann, alles mit einer Skizze. Man braucht keinen Körper. Jetzt gehen wir zu den Durchgängen. Da habe ich, meine ich, nichts gemacht, außer hier die tiefen Schnitte mit 0,2 mm. Ich muss dazu sagen, ich war mir nicht sicher, was für ein Material der WLS besteht. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe gesagt, okay, 0,2 mm. Man hat ja am Sparen gesehen, da wäre viel, viel mehr gegangen. Würde ich das Ganze nochmal machen, würde ich wahrscheinlich so eine Bohrfräs-Operation machen. Oder Zirkularfräsen wahrscheinlich. Dass man einfach mit der vollen Schneide alles wegnimmt, die 1,5 mm. Aber wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, ob das Stahl ist oder Alu. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ein bisschen vorsichtiger. So, wie machen wir jetzt, dass der Fräser nicht außerhalb vom Ring, sondern genau mittig vom Ring fährt? Das machen wir hier mit dem Rohteilaufmaß. Ich sage einfach, minus 2,99 könnte man sogar machen. Und dann wird der Fräser wie mittig zu dem Ring gezogen und das funktioniert sehr gut. Das Komische ist, wenn ich jetzt minus 3 mm eingebe, kommt eine Fehlermeldung. Das Aufmaß muss immer kleiner als der Radius vom Werkzeug sein. Keine Ahnung wieso. Deswegen 2,99 und so, wie gesagt, zwinge ich den Fräser mittig zu fahren, über der Mitte von der zu bearbeitenden Fläche. Immer noch mal. An- und Abfahr, habe ich gesagt, hier kein Radius und linearer Einfahrabstand 10 mm. Das heißt, er fährt hier 10 mm weg, macht sein Z und fährt wieder hin. 90 Grad, ohne ein Radius, ohne nichts. Das wäre alles Zeit, braucht man ja nicht. So,
Und das sieht dann, wenn mein Rechner fertig ist, so aus. Also 10 mm, verfährt es in Z, fährt wieder hin. Hat man in dem Video schon gesehen. Und das war es tatsächlich schon. Also wirklich ganz einfach programmiert in, keine Ahnung, 5 Minuten. Top. Machen wir weiter mit den Spannplatzen. Wir sind bei den Spannplatzen. Wieder die Konstruktion und wir schauen uns mal die Skizze an. Auch hier gibt es keinen Körper. Ich arbeite nur mit der Skizze. Ich habe meine Spannplatte einfach vermessen und habe mir hier so einen Keil reingemacht, einfach als Orientierung, damit ich weiß, wo vorne hinten ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt groß dazu erzählen soll. Also hier kann man sehen, 6,5 mm, der innere Kreis. Da habe ich hier so eine Nut gezeichnet. Ich meine, das war hier, genau, Nut, Gesamtloch, Langloch, Gesamtlänge, Langloch habe ich gemacht. 6,5, also entsprechend alles ausgemessen, übernommen und hier auf Versatz. Habe dann das angeklickt und gesagt, mach mir einen Versatz von 1 mm. Und das ergibt dann, hier kann man es unten so ganz, ganz schwach sehen, 8,5 mm, genau was ich haben möchte. Das ist tatsächlich schon die ganze Skizze. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Deswegen die Fertigung. Ein Setup. Und hier habe ich das so gemacht, dass ich gesagt habe, ich brauche hier irgendeinen Punkt, wo ich antasten kann. Bei mir ist es ja einmal der Schraubstock, also die Mitte vom Schraubstock, deswegen auch hier die Mitte von der Y-Achse. Und als X0 habe ich so einen Punkt definiert an der Spannplatte, bevor die Stufe beginnt. Also hier würde jetzt so die Stufe beginnen und ich habe einfach diesen Punkt gewählt. Und das ist hier mein XYZ. Koordinatensystem, genau. So Teil, ja, relative Quadergröße und einfach 0 und 0. Denn das interessiert mich ehrlich gesagt alles gar nicht. Die Kontur. Es ist dasselbe Werkzeug, dieselben Parameter, da habe ich nichts geändert. Da sage ich einfach bei der Geometrie das hier, also die 8,5 Nutbreite. Bei den Höhlen sage ich einfach ausgewählte Kontur, minus 13 mm. Und starten sollst du bei der Rohteiloberkante. Die Spannplatte selbst ist, glaube ich, nur 11, irgendwas. Der Schraubstock steht nicht im Weg, deswegen bin ich einfach ein bisschen tiefer eingetaucht. Und war mir einfach so sicher, dass ich wirklich definitiv unten bin. Man kann auch schon sehen, da ich ja sowieso tiefer fahre, ist es auch gar nicht schlimm, dass Z0 gar nicht so richtig definiert wurde. Wir hätten auch viel höher antasten können. Spielt alles keine Rolle, denn wir haben überall Reserve. Hier war ich schon ein bisschen mutiger mit 2 mm Tiefenschnitte. Und weiß gar nicht, was ich jetzt noch groß erzählen soll. Nix. Ich habe nur das aktiviert. Tiefenschnitte, 2 mm. Ansonsten alles standardmäßig gelassen. Ein- und Ausfahr. Das ist ein Standardwert. Standardwert. Und das hier habe ich begrenzt auf 0,15. Würde hier 0,6 stehen, dann würde er so weit ausholen, dass er schon die andere Wand beschädigt. Deswegen habe ich das ein bisschen reduziert auf 0,15 und habe sonst nichts gemacht. Genau. Und das sieht dann, wenn mein Rechner mal in die Gänge kommt. Irgendwie macht man das zu schaffen, einen Bildschirm aufzunehmen, Audio aufzunehmen und noch Fusion. Geht das so ein bisschen in die Knie. Na ja, okay, machen wir weiter mit der Phase. Oder auch nicht. So, da ging gerade irgendwie gar nichts mehr, deswegen Neustart. Ja, die Kontur und so sieht es aus. Also eintauchen, die kann man in so ein kleines Radius, also die 0,15 mm. Hat man ja in dem Video schön gesehen. Die Phase. Bei der Phase muss ich sagen, immer wenn ich so ein Phasenwerkzeug benutze, hat sich so 2000, 1500 mm die Minute irgendwie ja, etabliert. Das benutze ich fast nur noch. Als Werkzeug kommt ein Dreischneider Datron zum Einsatz. Tolles Werkzeug, ich bin echt begeistert. Datron generell sind ja echt super Werkzeuge. Kosten ja auch ein bisschen was. Und bei der Skizze, wo ist denn meine Skizze? Hier. Bei der Geometrie habe ich einfach das hier ausgewählt, diese 8,5 mm Nut. Klar, was soll er denn sonst machen? Zack, bei der Höhe, Rotaloberkante, ausgewählte Kontur.
und sage hier eine Phasenbreite von 0,5, Spitze 1 mm und Abstand 1 mm. Ja, hier habe ich nichts gemacht, nein, einfach so gelassen, Standardwerte. Ja, wie das ausgesehen hat, oder wie das aussieht, habt ihr ja gesehen. Kann man auch hier schön in der Simulation sehen. Ich muss dazu sagen, das variiert so ein bisschen. Also mal ist die Phase breiter und ich habe es nicht ganz begriffen. Die Dicke von den Spannplatzen variiert etwas. Mal sind sie etwas dicker, mal etwas dünner und ich habe Z0 nicht jedes Mal neu angetastet. Deswegen variiert auch ein bisschen diese Phase. Finde ich jetzt aber nicht weiter tragisch. Das ist ja keine, ich will ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ja, das war es tatsächlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Excel-Liste haben wollt, lasst mir ein Abo da und schreibt mir eine E-Mail. Ich antworte dann mit einem Link. Bis zum nächsten Mal. Ciao.